3.30 Uhr, Friends. Ich sterbe. We heading to Spain. We heading to Mallorca, Digga. Warte, wie kann man so hyped sein mit dieser Brille? So, Friends, auf jeden Fall, wie spät haben wir jetzt? Haben wir gleich 4 Uhr. Unser Cab steht vor der Tür und jetzt geht's los zum BER. Alter, wir fahren da bestimmt eine Dreiviertelstunde hin. Oh, Junge, es ist mitten in der Nacht, Alter. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir wollen uns zum Flughafen fahren? Ja, genau. Perfekt. Sehr cool. Ich möchte schimpfen lassen, aber dieser Virus wird ja immer schlimmer. Ja. Und gefährlicher. Das stimmt, ja. Alter, dieser neue Flughafen ist ja krass. Ja, er sieht so heftig aus. Ja. Er sieht echt aus, Alter, wie ein riesiges Porter. Ja, Digga. So, ab in die Hallen des neuen Flughafens. What the fuck? Da steht einfach gar nichts über den Flug. Ich hab's jetzt 4.55 Uhr. Wenn wir bis 5.30 Uhr nicht die Koffer abgegeben haben, dann wird's Zeit zu sein. So, Leute, absolut Absturz. Wie lange stehen wir an? Übrigens, bei uns ist schon Boarding, das heißt, Leute, wir sind so bad in time. Los. Renn einfach rennen. Immer noch. Ja. Gerade safe Marathon in dem Weg. Holy fuck. Das zieht sich so hin. We made it. Heading to Carmen in Mallorca. So, Leute, jetzt geht's los schon nach Palma de Mallorca. Was ein kranker Start. 3.30 Uhr hat noch der Wecker geklingelt und jetzt sind wir hier 6.30 Uhr. So, jetzt geht's raus und wir haben es geschafft. Yo, Riffin! So, Friends, wir haben alles geschafft. Wir sind jetzt auf dem Weg das erste Mal zum Supermarkt. Haben alle Sachen zu Hause abgelegt, kurz geschillt. Wir waren mies müde, weil wir einfach viel zu früh aufgestanden sind. Und yes, sir, jetzt geht's ins Super Mercadona. Und dann fahren wir das erste Mal zum Meer. So, Leute, wir sind jetzt auf der Suche nach was zu trinken. Yes, Leute, bis jetzt war auf jeden Fall übertrieben nice. Wir haben uns ein bisschen was gegessen, einfach ein bisschen die Sonne genossen schon. Waren im Pool und sonst was. Und jetzt geht's halt, wie gesagt, ans Meer. Ich bin mega gespannt. Das ist dann mein erstes Mal dann so richtig am Meer in Spanien. Weil vorher war ich jetzt persönlich auch noch nie in Spanien. Ruhm ja schon öfter jetzt auch hier. Junge, wie unnötig. Der Riffbin gibt ja mal einen richtigen Kick. Ja, das ist eine gute Aussicht. So, Friends, wir sind am Meer. Guck mal, Bro, da wo es doch hell ist, da kann man runterfahren. Es sind Minimum 15 Meter, wirst du gleich sehen, Alter. Ja, nee, ich will auch nicht runter. Zack. Wir haben auch schon eine kleine Leiter, wir gehen jetzt hier fix rein. Damn, I'm sweating. Freunde, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wenn euch das Format gefallen hat, einfach so ein bisschen vloggen oder dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Kommentiert was, teilt das Video mit euren Freunden, was weiß ich, einfach dieses ganze normale YouTube-Game. Und morgen beschreiben wir ein bisschen mehr, was wir die nächsten Wochen noch so vorhaben. Ansonsten bleibt gesund, viele Grüße von uns hier aus Mallorca. Und ja, Mann, wir lassen den Abend hier ausklingen. Let's go. Leute, ich bin kurz vorm Verzweifeln.